Hallo und herzlich willkommen zu unserem Branchenwebinar zu die Zukunft des Identitätsmanagements im Energiesektor. Als Einstieg haben wir ein paar Veränderungen, ein paar Trends, was sich gerade im Energiesektor tut, mal kurz umgangssprachlich zusammengefasst. Zum einen das Thema, dass sich Stromquellen auch mehr und mehr bei den Privathaushalten oder auch bei Firmen etablieren, zum Beispiel eigene Stromquellen, wie zum Beispiel Photovoltaikanlage oder Solarstrom auf dem Dach, auch andere Generatoren, die hier eingesetzt werden können. Das heißt, das ganze Thema Diversifizierung auch in Stromquellen ist natürlich heute sehr präsent im Energiesektor. Auch das Thema dezentrale Energieversorgung wird natürlich hier immer wichtiger. Als zweites das Thema Loyalität der Verbraucher. Das ändert sich hier sehr stark. Das heißt, die Verbraucher haben in der Vergangenheit natürlich nur wenige Energieversorger gekannt. Heute, vor allem auch durch das Internet, haben sie eigentlich die Möglichkeit, die Anbieter sehr einfach zu vergleichen. Das heißt, es ist sehr viel Transparenz da und auch sehr einfach, hier einen Anbieterwechsel durchzuführen. Dabei steigt auch die Anforderung der Verbraucher an das Dienstleistungsportfolio, das heißt auch an die Services, die vom Energieversorger geboten werden und auch die Qualität dieser Services. Das heißt, es geht nicht mehr nur rein um die Versorgung mit Strom bei Stadtwerken, auch um Wasser, sondern wirklich um auch den Service drumherum, das heißt die Dienstleistungen drumherum. Da gibt es zum Beispiel dann das Thema intelligentere Messsysteme, was da heute mit reinspielt, Smart Metering darunter, auch die Flexibilisierung des Energieverbrauchs, das heißt, wann nutze ich die Energie? Wir kennen alle kennen das Beispiel, ich wasche jetzt nachts, weil es günstiger ist. Das heißt, all diese Themen rund um die Energieversorgung im Haushalt auch. Die Marktkonkurrenz ist angestiegen, nicht nur dadurch, dass wir mit der Transparenz auch mehr Anbieter vergleichen können heute, sondern auch in dem Thema Energiedienstleistungen gibt es mehr und mehr Startups, mehr und mehr Quereinsteigerunternehmen, die quasi hier Dienstleistungen im Feld von Energiesektor oder Energiedienstleistungen anbieten. Smart Cities, virtuelle Kraftwerke sind hier so Themen, die wir da gerne anführen können, aber auch andere Themen, wie gesagt, Beratungen zu erneuerbaren Energien, zu Smart Home Konzepten, zum Einsparen von Energie und Strom hier. Allgemein richtet sich eigentlich alles heute auf die Generierung oder die Schaffung neuer Geschäftsmodelle, vor allem digitaler Geschäftsmodelle, die dann hier mehr und mehr relevant werden. Kurz zu meiner Person, wie zu Beginn von jedem Branchenwebinar bisher, mein Name ist Satrich Wiedmann. Ich bin Geschäftsführer der Vidas ID GmbH, hier vor allem für das Produkt SIDAS verantwortlich und für die Roadmap, wie es in Zukunft weitergeht. Mein Hintergrund, ich habe einen Master in IT und in Global Studies, arbeite parallel noch an meiner Promotion zum Thema Computer Science und lebe eigentlich für die digitalen Geschäftsmodelle, digitalisierten Geschäftsmodelle hier. Und ein Leitspruch von SIDAS in diesem Kontext ist Everything revolves around just one thing, Identity. Das fasst so relativ gut zusammen, was wir auch machen als Customer Identity und Access Management System. Das heißt, die Identität in die digitalen Geschäftsmodelle einbringen. Die Vidas ID gehört zur Vidas Unternehmensgruppe. Wir haben 5 Niederlassungen weltweit, circa 120 Mitarbeiter und haben verschiedenste Projekte zum Thema Digitalisierung und innovative Technologien umgesetzt. Und heute, wie gesagt, geht es um das Thema Energiesektor. Kurz, wie wir vorgehen wollen, am Anfang kurz die Veränderungen im Energiesektor. Das heißt, kurz einmal so die zeitliche Veränderung betrachten und dann auch wirklich, wie heute quasi schon oder was heute schon auf der Landkarte da ist. Dann auch Herausforderungen, die hier mit einhergehen und dann am Schluss die Überleitung, wie ein Custom Identity und Access Management System hierbei unterstützen kann. Wenn wir die Veränderungen im Energiesektor auf der zeitlichen Schiene betrachten, war es in der Vergangenheit wirklich so, wir hatten den persönlichen manuellen Kontakt zum Energieversorger, wir hatten hier irgendwie auch per E-Mail in der neueren Zeit dann, aber vor allem Brief, Telefon, vielleicht auch ein persönliches Gespräch im Kundencenter, wo wir eine Ummeldung gemacht haben und haben dann hier quasi wirklich einfach nur die Ressource Strom, also Energie bezogen, also eine Versorgungsdienstleistung hier dann in dem Sinne. In der heutigen Zeit hat sich das schon sehr geändert. Das heißt, persönlich digital, wie wir es gerne nennen. Das heißt, ich bin digital wirklich schon aktiv. Ich informiere mich darüber, was für
Tarife gibt es hier, mache einen Anbietervergleich zwischen verschiedenen Anbietern, trete vielleicht auch mal digital über ein Kontaktformular, über Chats mit dem Energieversorger in Kontakt und habe vielleicht auch im Idealfall schon Kundenportale, wo ich mich beim Energieversorger über verschiedene Themen informiere. In Zukunft wird es noch weiter in die digitale Welt die ganze Interaktion stattfinden. Das heißt, wir haben wirklich alle unsere Interaktionen oder einen Großteil unserer Interaktionen dann digital und vor allem das Thema Cross-Dienstleistung. Das heißt, es ist nicht mehr nur noch ein Produktgeber, wo ich ein Produkt, also die Energieversorgung hier beziehe, sondern wirklich auch Cross-Dienstleistungen. Alles, was sich rund um die Energieversorgung dann dreht, wird mir dann hier angeboten werden müssen. Sonst springe ich da einfach ab, weil ich wirklich genau dieses Angebot haben möchte. Wir haben das Ganze dann mal auf eine Karte gebracht, um da einfach mal kurz den Stand, der heute da ist, auch schon zu zeigen, beziehungsweise der sich auch in Zukunft dann weiter etablieren wird, rund um das Thema Smart Home. Das heißt, ich trete heute schon Smart Home auf, habe verschiedene Geräte, sehe auch hier, wie viel Energie diese Geräte verbrauchen, wo ich einsparen kann, wie ich es effizienter gestalten kann. Klassisches Smart Home Szenario, wenn ich lüfte, schalte ich die Heizung ab. Die kann natürlich mit unterschiedlichen Mitteln betrieben werden, aber zum Beispiel auch mit Strom. Das heißt, in all diesen Punkten heute gibt es schon die Interaktion, die Identität, die ich quasi mitbringe und die meine Devices in diesem Zuge in meinem Smart Home mitbringen. Auch hier die Interaktion. In der Vergangenheit gab es einen ganz normalen Anschluss. Dieser Anschluss vom Energieversorger wird heute auch zum digitalen Touchpoint, das heißt über Smart Metering oder andere Themen, bin ich hier eigentlich direkt dann auch in Kontakt mit meinem Energieversorger und sehe dann hier auch, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Das Thema Energieerzeuger haben wir auch schon mal kurz am Anfang bei den Veränderungen kurz angesprochen. Auch hier wirklich die dezentrale Energieversorgung, die immer wichtiger wird. Und vor allem auch dieses Thema Photovoltaik, Solarstrom auf dem Dach zum Beispiel. Das heißt, ich selber speise vielleicht Strom ins Netz ein. Das heißt, ich muss als Identität hier auch erkannt werden, will aber auch vielleicht auf einer App sehen, wie viel Strom ich letzten Monat eingespeist habe, letztes Jahr eingespeist habe, wie viel mein Verbrauch im Gegensatz dazu war. Das heißt, auch hier agiere ich quasi mit verschiedenen Geräten und mit verschiedenen Personen und Identitäten dann im Netz. Ein relativ neuer Trend ist das Thema E-Mobility, das sich hier ergeben hat. Wir haben das Beispiel mit dem E-Roller, der jetzt auch in den letzten Wochen über ein besonderes Unternehmen auch sehr in der Presse war. Viele Stadtwerke bieten heutzutage auch schon das Thema E-Roller an, E-Bikes in den Städten, wo dann hier wirklich auch die Mobilität wirklich im Fokus steht als neue Dienstleistung, also nicht mehr rein die Energieversorgung, sondern wirklich eigentlich ein komplett anderes Produktfeld, wo aber natürlich hier auch wirklich die Verbindung über die Elektromobilität zustande kommt, wo man hier wirklich in der Stadt die Möglichkeit hat, diese Mobilitätskonzepte anzubieten. Und natürlich will ich hier als Nutzer dieser Dienste natürlich mit einer App relativ einfach dahin kommen, mich dort identifizieren, authentifizieren, dass ich so einen Roller oder so einen Scooter schnell nutzen darf, stelle ihn auch woanders ab. Das heißt, auch der Scooter oder der Roller hat eine Identität in diesem Zusammenspiel, wird erkannt, der wird jetzt genutzt von mir. Ich stelle ihn irgendwie 2 Stunden später wieder an einem anderen Platz ab, wo ich mich halt hinbewegt habe. Auch hier wirklich alles in der digitalisierten Welt, wirklich auch mit einer App. Ich identifiziere mich dort oder bin vielleicht schon, einfach weil ich das Handy dabei habe, identifiziert darüber. Hier sind natürlich die Konstellationen auch relativ gut abbildbar. Als großen Punkt das ganze Thema Energiedienstleistungen. Das heißt wirklich, ich gehe weg vom Produktgeber hin zum Servicegeber. Biete viele Services rund um mein Produkt, also in dem Fall die Strombereitstellung, die Energieversorgung an. Auch hier ein Bild mal zusammengefasst so ein bisschen. Das heißt, die Beratung, wo kann ich Strom einsparen, wie kann ich das Ganze nutzen, wie stelle ich mich mit zum Thema Elektromobilität auf, zur eigenen Energieversorgung mit Photovoltaik, zum Thema Smart Home. Das heißt, wirklich in all diesen Punkten, wo es heute um Energie geht oder wo Energie ein entscheidendes Kriterium darstellt, hier kann ich eigentlich als Energieversorger heute mit Energiedienstleistungen aufwarten und wirklich einen tollen Service für meine Nutzer und meine Kunden bieten hier. Das ist eigentlich ein entscheidendes Kriterium. Und zum Schluss natürlich das wohl bekannteste Beispiel. Ich meine, wir kennen das wahrscheinlich, die meisten kennen das. Bei den Supermärkten um die Ecke gibt es mittlerweile eine E-Tankstelle von dem regionalen Stadtwerk oder Stromanbieter. Viele Unternehmen nutzen das mittlerweile auch, bieten quasi
E-Tankstellen für Fahrräder an oder auch für Fahrzeugflotten. Auch hier wirklich, die Identität ist hier sehr im Fokus. Das heißt, ich als Privatperson muss als Identität an dieser E-Tankstelle identifiziert werden, aber auch Gruppen. Das heißt, als Familie möchte ich quasi eine E-Tankstelle oder ein E-Fahrzeug nutzen, gehe ich hier quasi auch, wird als Familie erkannt und identifiziert oder als Teil der Familie. Das Fahrzeug selbst wird identifiziert. Gehen wir wirklich in den Firmenkontext rein, wo Unternehmen vielleicht eine E-Flotte haben, dann geht es wirklich in dieses Thema rein. Die Mitarbeiter sollen identifiziert werden oder müssen sich authentifizieren und autorisieren, dass sie hier tanken dürfen. Das heißt, ich gehe wirklich weg von diesen Plastikkarten, wo man heute ja eh weggeht, wo man wirklich in virtuelle Karten schon abbilden kann, wirklich hin zu dem Thema, dass ich hier über App dann identifiziert werde oder über Smartwatch oder vielleicht mit dem Fahrzeug direkt an der E-Tankstelle und somit dann die Authentifizierung und Autorisierung schon durchgeführt habe, um wirklich dann hier mein Auto zu betanken. Zum Thema Herausforderungen, ich habe es schon mal kurz angesprochen, wirklich der Wechsel vom Produktgeber zum Servicegeber ist hier relativ im Mittelpunkt. Das heißt, es verändert sich eigentlich das Produkt und die Dienstleistung, die ich anbieten werde. Wir gehen mehr wirklich zu Cross-Dienstleistungen hin. Der Shift von Offline zu Online-Welt ist schon passiert. Das heißt, ich habe zwar noch Offline-Kanäle, die ich anbiete, im Kundenservice vor allem, aber im Thema Kundensupport und auch im Thema Abschluss oder Wechsel erfolgt hier mittlerweile schon relativ viel über Online-Portale, Kundenportale, wo ich hier auch wirklich mit Identitäten arbeiten muss und die Kunden erwarten das auch. Das heißt, ich identifiziere mich digital und diese Identität nehme ich natürlich jetzt auch mit in die anderen Dienstleistungen hinein. Das heißt, in den E-Roller, in die E-Mobility, zur E-Tankstelle, zum Smart Home. Hier überall agiere ich dann wirklich mit einer Identität. Das fördert eigentlich die Customer Experience hier in dem Umfeld. Und wie gesagt, einige von diesen Buzzwords, die dann hier mal fallen, sind Smart Metering, Smart Grid, E-Auto, E-Mobility, die natürlich dann hier wichtiger werden. Wichtig in dem Zuge sind natürlich dann auch so Konzepte wie Identity Proof. Das heißt, die Herausforderung, die ich natürlich habe, wenn ich bisher heute quasi über die Post agiere oder persönlich agiert habe, kann ich die Identität des Nutzers feststellen. Das muss natürlich auch in den digitalen Kanälen dann anders erfolgen. Zum Schluss, wie kann nun hier ein Customer Identity und Access Management System wirklich unterstützen? Wie gesagt, in den Online-Kanälen die digitale Identität, das heißt meine digitalen Plattformen, auf denen ich aktiv bin. Hier werde ich erkannt und authentifiziert. Ich kann im Direktvertrieb mit den Leuten in Kontakt treten, habe aber auch meine Kundenservices, meine Kundenportale, wo ich auch eigene Sachen verwalten kann über Self-Services. Nehme diese Identität dann aber auch mit in die reale Welt, das heißt in die Offline-Welt. Wie gesagt, hier Messdienstleister, Energiedienstleister, mit denen ich hier interagieren kann, aber auch so Themen wie E-Tankstellen, E-Scooter, E-Mobility, das heißt all diese Dienstleistungen, die wir jetzt auf der Karte aufgezeigt haben, die auch wirklich in der realen Welt abspielen, aber auch Themen wie Smart Metering, das heißt mein eigener Hausanschluss daheim, der jetzt auch zum digitalen Touchpoint wird. Und dieses sind natürlich alles Funktionen, die von einem CM abgebildet werden müssen, das heißt, zusammengefasst, die wichtigsten Funktionen im Energiesektor sind natürlich wie in den meisten Branchen heute auch der Benutzerkomfort. Das heißt, die Nutzer erwarten einfach, dass man eine einfache Authentifizierung hat, ich nicht irgendwie 5 verschiedene Passwörter für die Portale mitnehme und hier auch wirklich solche neuen Konzepte wie passwordlose Authentifizierung in Apps oder auch über Browser schon durchführen kann. Das heißt, ich nehme nicht mehr einfach mein Passwort, logge mich ein, lege es im Passwortmanager ab, sondern kommt mein Device Biometrics, Touch-ID, Face-ID, Android Fingerprint auch an die Apps ran oder an die Browser ran, authentifiziere mich einfach über diese Wege, weil es viel komfortabler für mich ist und ich mir nichts merken muss. Das Thema Identity Proof, wie schon mal angeführt, gerade ist wirklich auf diesen Punkt fokussiert, wie erkenne ich Personen, wie identifiziere ich Personen, dass sie auch wirklich die Personen sind, die sie vorgeben zu sein, berechtigt sind, vielleicht ein Anbieterwechsel vorzunehmen oder vielleicht auch eine Anpassung des Vertrages vorzunehmen, das heißt ein Upgrade, Downgrade, zusätzliche Dienstleistungen zu buchen im Thema der DSGVO, dann so, auch so Themen Einwilligungsmanagement, das heißt ich hole mir die Einwilligung, dass ich hier Angebote vielleicht geben darf oder vielleicht auch zusätzliche Dienstleistungen anbieten darf, wo es dann wirklich rübergeht in das Thema Marketing, das heißt ich habe hier natürlich
den ganzen Kontext erkenne, vielleicht auch beim Kunden, welche Dienstleistung er jetzt benötigt. Das heißt, er nutzt sehr viel diese E-Scooter-Themen, dann kann ich ihm auch passende weitere Transportmittel vielleicht vorschlagen in anderen Städten oder wenn er wechselt. Ich kann ihm zum Thema Smart Home einige Optionen zum Energiesparen anbieten, kann ihm vielleicht dann hier auch passende Produkte empfehlen, mit denen er vielleicht Kosten reduzieren kann. Und wie gesagt, das Gruppenidentitätsmanagement, vor allem in dem Kontext Energieversorgung, es sind meistens nicht Einzelpersonen, die agieren. Im Haushalt sind es meistens mehrere Personen des Haushalts, eine Familie zum Beispiel, WGs, da gibt es aktuell einen ganz interessanten Werbespot zum WG-Strom. Das heißt, es gibt hier wirklich diese Gruppen, die hier agieren. Im Firmenkontext dann auch wirklich mehrere Personen, die Teil der Firma sind und hier verschiedene Funktionen ausführen dürfen. Das heißt, ich habe wirklich mit Gruppen zu tun und zusätzlich aber auch noch mit Devices. Das heißt, im Smart Home, meine ganz normalen Geräte, die ich nutze, alle, die mittlerweile digitalisiert sind, aber auch mein Hausanschluss selbst, in Firmen natürlich deutlich mehr, aber auch Themen wie E-Scooter, E-Roller oder das E-Auto, was dann wirklich eine Identität an sich selber darstellt. Und überleiten natürlich dann das Thema Real-World Identification. Das heißt wirklich, ich agiere nicht nur in der digitalen Welt, mache jetzt auch meinen Anbieterwechsel vielleicht heute schon, aber ich agiere auch mit meinem E-Auto, mit meinem E-Scooter hier, bin hier dann wirklich in der realen Welt aktiv und möchte natürlich hier die gleiche Identität mitnehmen, die ich auch bisher schon in der digitalen Welt habe. Damit sind wir auch schon am Ende der Präsentation, also am Ende unseres Webinars heute. Es war unser letztes Branchenwebinar. Das heißt, gerne weise ich darauf hin, dass wir noch eine Live-Demo haben zu unserem Custom Identity and Access Management System, SIDAS, nächste Woche Dienstag am 9.7. Und wie immer auch der Appell, what should you do tomorrow, abgeleitet so von Gartner, was sollte als nächstes gemacht werden, gerne mit dem Thema Custom Identity and Access Management System auseinandersetzen. Dazu gerne einfach mit uns ins Gespräch kommen, das heißt einfach mal mit uns oder unseren Partnern austauschen, gerne auch unseren SIDAS Free Plan nutzen, einfach eine Instanz ziehen. Die ist eigentlich mit den meisten Funktionen ausgestattet, zeitlich auch unbegrenzt, nur in den Nutzern etwas unbegrenzt, aber der perfekte Start, um mal in das Thema reinzuschnuppern und sich das ganze Thema, mit dem ganzen Thema auseinanderzusetzen. Hierzu gerne auch an uns melden, bei uns melden, wenn Fragen dazu bestehen und falls es noch Fragen sind, gerne, wie gesagt, die Fragefunktion nutzen und mal auf uns zukommen. Genau, eine Frage ist reingekommen zum Thema, können auch Partner in die Portale eingebunden werden? Ja, natürlich, also das richtet sich vor allem an das Thema Gruppenfunktion, dass man hier auch wirklich externe Partner mit an die Portale anbinden kann. Das folgt auch wirklich diesem Plattformgedanken. Ich baue vielleicht eine Plattform auf, wo ich auch weitere Energiedienstleistungen, Cross-Dienstleistungen anbieten kann, wo zum Beispiel ein anderes Startup oder eine Energieberatung mit dazukommt. Wie kann ich Energiebedarf, also wie kann ich Energie einsparen? Wie kann ich das Ganze vielleicht umweltfreundlicher gestalten? Wie kann ich jetzt hier meine Flotte etwas umstellen? Solche Themen können natürlich dann hier auch eingebunden werden. Auch hier das Thema Gruppenfunktion. Das heißt, ich habe vielleicht verschiedene Gruppen. Das sind Familien, Unternehmen, die im Privathaushalt oder als Businesskunden gelistet werden. Dann aber auch Gruppen, die Partner repräsentieren, wo zum Beispiel verschiedene Unternehmen auch angebaut werden können. Auch hier wieder nicht mit einer Identität, sondern die Gruppe und verschiedene Personen als einzelne Identitäten im Kontext dieser Gruppe dann. Falls es nun keine weiteren Fragen mehr gibt, würde ich mich bedanken, dass Sie auch wieder hier so zahlreich im Webinar erschienen sind. Freue mich, manche von Ihnen auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen in unserer Live-Demo. Und wie gesagt, der Appell, gerne mit uns in Kontakt treten, gerne den Freeplan ziehen und einfach mit uns austauschen, einfach mal mit dem Thema starten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Dienstagnachmittag, eine schöne Woche. Ich hoffe, es ist nicht zu warm bei Ihnen und bis bald.